glaube ich, wird ein froher Gottesdienst sein in viele Hinrichtungen. Aber er wird uns auch die Gelegenheit geben, dass wir darüber uns besinnen, was es tatsächlich bedeutete, damals Palmsonntag, ganz besonders für Jesus selbst, für seine Jünger und für das Volk, das mit ihm war. Und so in diesem Sinne ist es dann auch die Vorbereitung für uns für Karfreitag und auch für Ostern, das ja jetzt schon meine Woche ist. So, ich möchte nur noch, bevor ich weitermache, fragen, wer hat schon die Schokolade für den Pastor gekauft? Schokolade ist für uns ja eine wichtige Sache auch, ja? Wenn wir Ostern feiern. Für die, die Schokolade lieben, ganz besonders. Aber das ist sicherlich nicht das Wichtigste, wenn wir an der Osterwoche denken. Und heute wollen wir aber auf das Wichtigste uns konzentrieren. Und daraufhin wollen wir wirklich auch den Text betrachten, den da ist. Daraufhin wollen wir die Lieder, die wir singen werden, auch singen. Und daraufhin wollen wir auch hören von dem, was uns gebracht wird heute Morgen. Bitte jetzt, dass wir aufstehen. Bitte, dass der Worship-Team nach vorne kommt, sodass wir gleich stehen bleiben können, auch für das erste Lied. So, wir verneigen unser Haupt zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass Jesus Christus gekommen ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Wir danken auch von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen Palmsonntag feiern dürfen. Und so bitten wir, dass doch dein guter Heiliger Geist zu uns sprechen möchte, Herr. Dass er uns anreden könnte, Herr. Und dass er unser Herzen treffen möchte, Herr. Und dass wir offen sein können für dein Wort und für das, was du uns heute Morgen durch deinen Geist sagen möchtest. Und in all diesem, Vater, sind wir so dankbar, dass wir Gemeinschaft miteinander und mit dir haben können. Und wir möchten dir auch die Ehre bringen. In Jesu Namen. Amen. Ja, bitte setzt euch. Als Gruppe wollen wir anfangen mit einem Vortragslied. Und dann wollen wir als Gemeinde gemeinsam singen drei Lieder. Das letzte ist Hosanna, ein bekanntes Lied. Und während wir dieses singen, geplant ist, dass die Kinder dann reinkommen und auch mitsingen und dann auch einen Beitrag bringen. Aber wenn sie erst später kommen, dann ist das auch okay. Aber so, wir werden zusammen oder erst als Gruppe ein Lied singen und dann singen wir zusammen drei Lieder.
wollen gemeinsam Lied Nummer 103. Was macht mich von Sünden rein? Strophe 1, 2, 3 und 6. Oh.
Was sagt uns die Bibel? Wer das Königreich nicht so ansieht wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Ja? So, es ist erfrischend, wenn wir die Kinder haben, ganz besonders auch Palmsonntag. Ich bitte jetzt, dass ihr das Bulletin zur Hand nimmt und möchte etwas unterstreichen, was in unserer Gemeindefamilie vorgeht. Einmal möchten wir unser Beileid wünschen für Irene und Erich Wahl. Irene, ihr Bruder, Henry Fast, er ist in Ontario heimgegangen und so, wir möchten auch weiterhin für diese Familie beten. Und dann habt ihr auch eine ganze Reihe von Danksagungen da, bitte liest die durch und da sind wichtige Informationen auch darin. Aber ich möchte ganz besonders euch aufmerksam machen über Bekanntgabe Nummer 3, so das ist für Freitag. Freitag haben wir den Karfreitagsgottesdienst hier und das ist ein gemeinsamer Gottesdienst, einen Gottesdienst nur um 10 Uhr morgens. So bitte Freitag um 10 Uhr morgens versammeln wir uns hier für den Karfreitag-Gottesdienst. Und dann Ostermorgen, dann haben wir wieder normal 2 Gottesdienste, aber alle sind auch ganz herzlich eingeladen. In der Zwischenzeit für ein Pascha-Potluck. So, wenn du Pascha backst, dann bitte bring etwas mit, was immer dein bestes Gebäck ist. Denn die Bibel sagt, wir sollen das Beste zur Kirche bringen, nicht wahr? So war das schon im Alten Testament. So. Da, bitte, ihr könnt das dann bringen und abgeben da bei der Küche für nächsten Sonntag, wenn wir Ostersonntag feiern. So, da sind wir auch, möchtet euch Mut machen, auch andere einzuladen, wenn immer ihr Gelegenheit dazu habt. Dann auch, wir planen ein Tauffest für den 26. Mai und wir bitten, das ist ein Abendgottesdienst, so wir bitten, dass ihr dafür beten möchtet und wir als Pastoren nehmen gerne auch Namen entgegen und wir werden dann später auch noch informieren, wann wir den Unterricht machen. So, das ist für den Tauffest, den wir planen für den 26. Mai. Dann sind noch Möglichkeiten, um zu dienen, diesmal mit MDS. Und das ist hier in Grand Forks in BC. So, wer mithelfen möchte, da sind noch, ich glaube, 5 freiwillige Stellen noch, um mitzuhelfen. Das ist besonders aufbauen, was damals der Wasserschaden angerichtet hat, bei der Überflutung, die dort geschah. So, bitte meldet euch mit Ben Wahl. Er kann dann weiterhin euch Informationen und die Einzelheiten geben. Und eines, was wir schätzen auch, wir haben sicherlich solche, die in unserer Gemeinde, die auf gut Deutsch gesagt einen grünen Daumen haben, ja? A green thumb. So, die irgendwie im Garten, wenn die das anfassen, dann wird es schön grün und wächst. So, ich bin ein schwarzer Dame. Daumen meine ich, nicht Dame. Und aber Elmer würde sehr gerne Hilfe haben. Wir haben etliche von unseren Pflanzen, die draußen sind, die betreut werden müssen, ganz besonders in der Sommerzeit. So, wenn du eine Freude daran hast, bitte sprich mit Elmer Schmidt. Er wird euch auch darin helfen oder mit Ben Wall. Weiterhin seht ihr auch noch Informationen da von Refresh Showers und von Alpha und so weiter. Bitte liest es euch durch. Dann möchte ich aber euch noch ganz besonders diesmal nur für die Männer, okay? Gelbes Blatt ist für die Männer. Diesmal dürfen die Männer sogar ein Blatt am Eisschrank dran kleben, ja? Und so, das ist der Men's Barbecue, bitte. Da hinten ist schon eine Liste, soll eine Liste sein, wo ihr euch anmelden könnt. Bitte ladet auch ein, sodass wir andere neue Männer bekommen, auch für den Men's Barbecue. Dann auch für das nächste Blatt, das ihr habt, dieses kleine Blättchen, das in mein, als ein Insert für euch ist. So, wir werden hier am 19. Mai wieder nur einen Gottesdienst haben und an diesem Sonntag werden wir die African Children's Choir mit uns haben. So, das ist auch eine gute Gelegenheit, um Freunde einzuladen. So, das ist der 19. Mai und ihr habt die Einladung hier mit all die Einzelheiten, die damit verbunden sind. So wollen wir auch weiterhin für unsere Gemeindeglieder beten und diejenigen, die unsere Unterstützung brauchen.
In euer Insert, da habt ihr die Namen auch und ich möchte ganz besonders Margaret Rathel, Agathe Thiessen und Maria Stahl erwähnen, die in Worthington und auch in unserem Abbotsford Krankenhaus sind. So bitte betet weiterhin auch für sie und besucht sie, wenn ihr eine Möglichkeit dazu habt. Und unsere Missionare dieser Woche sind Eric und Judy Dean und Lindsay und Jonathan Dick. So, nur noch daran zu erinnern, diese Woche haben wir Bibelstunde, deutsche Bibelstunde wird sein, trotz Karfreitag, so, aber dann denkt daran, dass sicherlich am Freitag dann da unser Büro geschlossen sein wird. So, andere Informationen könnt ihr euch weiterlesen, es sind noch so manches da, was wichtig ist und wir wollen informiert sein, sodass wir gut mitmachen können in all dem, was in unserer Gemeinde geschieht. Jetzt möchten wir unser Opfer heben. Ich bitte, dass ihr euer Haupt verneigt, dass die Platzanweiser nach vorne kommen und wir wollen für das Opfer danken. Ja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns bist, Herr, dass du uns segnest in so vielen Hinsichten, Herr, obzwar wir es nicht verdient haben. Und wenn wir heute Morgen dieses Opfer einlegen, dann ist es zu deiner Ehre, Herr, und wir tun es mit Freuden, wir tun es von Herzen, denn du bist so gut zu uns, Herr. Zur selben Zeit möchten wir auch für Margaret Rathel beten, für Agathe Thiessen und Maria Stahl, beten auch für die Wahlfamilie und die anderen Väter in unserer Gemeinde, die Lieben verloren haben, die nicht unbedingt im Bulletin sind, oder auch die kranken Väter. Möchtest du Heilung schenken, sei es körperlich oder seelisch, Herr. Danke, dass du für uns sorgst, dass du mit uns bist, Herr. Und wir bitten auch, möchtest du uns vorbereiten für diese Osterzeit, Herr, dass wir unser Leben so führen, Herr, tagtäglich, dass es Ostern entsprechen möchte. Danke, Vater, für deine Gegenwart heute Morgen. Segne auch diese Gabe. In Jesu Namen. Amen.
Eine ganz einfache Frage. Was ist Palmsonntag? Wer kann mir helfen? Der Einzug Jesu in Jerusalem. Warum nennen wir es Palmsonntag? So, wir wissen alle, was Palmsonntag ist. Wir können jetzt nach Hause gehen, nicht wahr? Sind fertig dazu. Palmsonntag ist der Tag, an dem wir uns an den triumphalen Einzug in Jerusalem erinnern lassen. Und Palmsonntag ist gerade eine Woche vor der Auferstehung Jesu. Wir sind so gewöhnt und wir haben am Anfang den Video gesehen, wo Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Das ist eine Vorstellung sicherlich von irgendjemand, der diesen Video gemacht hat. Aber es ist interessant zu lesen, dass Historiker von der damaligen Zeit, ein bisschen später, es berichten und sie meinen, dass es am selben Tag geschehen sein soll, dass Pontius Pilatus einen Einzug in Jerusalem gemacht hat. Pontius Pilatus, er war ja der Gouverneur, der Statthalter. Er wohnte nicht in Jerusalem, er wohnte an der Küste. Aber zu diesem ganz besonderen Fest, das Passafest, soll er zu Jerusalem gekommen sein. Und etliche Historiker, die meinen daraus gerade sogar, dass eigentlich Pontius Pilatus, aber wer immer der Haushalter war, dass er regelmäßig zum Passafest nach Jerusalem kam. Und da war ein guter Grund dafür, warum er es tat. Was feiert das Passafest? Der Auszug von Ägypten, nicht wahr? Es feiert dann aber die Befreiung Gottes, des Volkes Israel, von Ägypten und von dem Unterdruck der ägyptischen Regierung damals. So, es war von höchster Wichtigkeit, dass die Regierung, die römische Regierung jetzt in Jerusalem sein sollte, wenn dieses Fest gefeiert wird. Denn er war verantwortlich um den Frieden und auch die Dominierung über das jüdische Volk zu halten. Das war Pontius Pilatus seine Aufgabe, das zu tun. So, er musste seine Macht und seine Herrschaft und die dominierende Kraft, die er hatte, da zeigen. Und so wird berichtet, dass Pontius Pilatus nicht von der Seite, wo Jesus hereinkam, aber von der Westseite der Stadt einmarschierte. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Marsch gewesen ist. Wenn wir ein klein wenig Bilder gesehen haben, wo sie es versucht haben darzustellen, wie die römische Armee ganz besonders die Macht da zeigen wollte, dann war das eine wunderbare, wie soll ich sagen, Parade, die man anschauen konnte. Wo sicherlich Pontius Pilatus auf das beste Pferd reiten würde. Die anderen Hauptleute, die immer über 100 Soldaten waren, einmarschierten mit ihren Gruppen. Wahrscheinlich in der Kadenz der Trommel, die gespielt wurde. Und so kam Pilatus in Jerusalem rein, um diese Macht und die Herrschaft zu zeigen, wer das Römische Reich ist und dass die Juden unter diesem Reich eigentlich stehen sollten und bleiben sollten. Es ist interessant zu lesen auch, es wird gesagt in der Geschichte, dass nachdem, ungefähr 80 Jahre zurück,
als Rom das ganze Land dominierte, um es wirklich festzulegen und klarzumachen, dass sie die dominante Regierung sein würde, haben sie, wird gesagt, nach der Geschichte hin ungefähr 2000 Juden gekreuzigt, die als Rebellen beschuldigt wurden. Und Pontius Pilatus, der versucht jetzt, diese Macht weiterhin festzuhalten, indem er in Jerusalem einmarschiert. So, das Volk wird wahrscheinlich dieses gesehen haben. Es wird wahrscheinlich mehr gewesen sein, als wenn wir eine Parade hier in Abbotsford haben. Ja? Inzwischen mal haben wir ja etwas sowas Ähnliches, nicht wahr? Es ist sicherlich nicht so groß, als wenn Russland mal oder Nordkorea ihre Armee zeigen will. Ja? Mit all ihrer Macht und ihrer Kraft ein Show zu machen, wie mächtig sie sind in dem Sinn. Aber das ist die Idee. Das ist die Idee, warum eigentlich er eintrat in dem Sinne und in der Form. Und wenn wir es weiterhin vorstellen, dann sind sie von der Westseite hereingekommen und er marschierte dann zu der Festung Antonia. Und die Festung Antonia, wo er blieb, war auf der Nachbarschaft von dem Tempelplatz. So, die Festung Antonia, von der Festung hin konnten sie den ganzen Platz, den Tempelplatz bewachen, wenn es notwendig war. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Paulus, als er festgenommen wurde und eigentlich um ihn zu retten? Das war, weil die Soldaten gerade an der Festung Antonia waren und sie konnten alles bewachen und besehen. Und da wird er, Pontius Pilatus, sich dann einquartiert haben. So, jetzt stellt euch aber vor, den Einzug Jesu, wie der geschehen ist. An der anderen Seite der Stadt kam er rein, und wenn wir die Geschichte lesen, dann werdet ihr so manches wieder zurück, glaube ich, in euren Gedanken haben. Aber ungefähr 450 bis 500 Jahre im Voraus sagte der Prophet Zacharia: Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einen Fohlen, einen Jungen der Eselin. Merkt ihr den Kontrast zwischen diese beiden Einzüge? Matthäus, der beschreibt dann die Erfüllung dieser Prophetie, und er sagt: Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine große Volksmenge breitete ihre Kleider auf den Weg aus. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und ihm nachfolgten, riefen und sagten: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, wie ich schon vorher sagte, dies geschah eine Woche vor der Auferstehung Jesu. Und deshalb feiern wir Palmsonntag im Gedenken dieses Ereignisses. Und das ist Johannes, der von den Palmen schreibt, nicht die anderen Evangelien. Aber was wir schon ganz am Anfang uns sagen müssen, ist, dass die gleiche Volksmenge, die hier Hosanna rief, du Sohn Gottes, sei geehrt und gepriesen und so weiter, diese selbe Volksmenge würde 4 Tage später rufen: Kreuzige ihn. 1. Johannes 1, Vers 11 sagt: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
So, was ist Palmsonntag? Und ich möchte in diesem Sinne den eigentlichen Text der Predigt jetzt euch vorlegen. Und ich denke, dieser Text, der schenkt und gibt uns den wahren Sinn, warum Palmsonntag wichtig ist. Und ich denke, es gibt uns die Jesus-Perspektive von diesem Ereignis. Und ich möchte euch den Text lesen aus Johannes 12, 20 bis 26. Da sagt es: Es waren aber einige Griechen, so dies ist jetzt nach dem Einzug, als der Einzug, der war schon geschehen, er war schon angekommen. Nachdem sagt es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Und die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Und Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Was denkt ihr, welches ist die Antwort Jesus? Sagt er: Ja, bitte, kommt. Ich möchte ihn auch gerne sehen. Vers 23 sagt: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Dann sagt Jesus weiter, wie er fühlt. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die anderen sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Und nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Ich denke, dass dieses Ereignis uns ein klares Verständnis für diese einleitenden Tage für Ostern gibt. Und eines möchte ich schon gleich im Voraus sagen, dass kein Prediger kann eine Predigt am Palmsonntag beenden. Denn Palmsonntag ist nicht das Ende. Wer immer predigt, das Ende kommt am Sonntag, am nächsten Sonntag, nicht wahr? Es wird immer offen stehen, was geschieht gerade am Palmsonntag, denn es ist noch nicht geschehen, warum und wozu alles da gerade vorbereitet wurde. Aber interessant hier ist, dass Ausländer kommen, Heiden kommen, die wahrscheinlich Juden waren oder aus ein heidnisches Land wenigstens kamen sie. Sie kamen, um anzubeten im Tempel, aber sie wollten Jesus sehen. Sie hatten diesen Wunsch, Jesus zu sehen. Und wir können daraus hin auch wieder die andere Frage stellen: Warum war da so eine große Menschenmenge, um Jesus zu empfangen und hereinzubringen in diesem Einzug?
Wir haben etliche Erklärungen. Einmal, sie wollten Jesus sehen und sie wollten auch ihn im Zusammenhang mit Lazarus sehen, den er auferweckt hatte, sagt uns eines der Evangelium. Das war ein großes Motiv, warum sie Jesus empfingen, wie sie ihn empfingen und warum sie ihm zujubelten. Denn er war der, der Lazarus auferweckt hatte. Und das war verbreitet und sie wollten das sehen und erfahren. Sicherlich wollten sie dann diesen Jesus sehen, der so schon so vieles getan hatte. Und dann ist es interessant zu sehen, dass nach dieser Frage, denn als Andreas und Philippus zu Jesus kommen und sagen, die möchten dich sehen, dass wir keine Antwort darüber haben. Und wir wissen bis heutzutage nicht, ob Jesus diese gesehen hat oder nicht. Denn das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass sie verstehen sollten, was Jesus durchging. Und er erklärt es und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So, es war nicht der Jubel jetzt, dass die Leute eingingen und dass sie Jesus zujubelten und dass sie ihm sehen, dieser wunderbare Heiler, der gekommen war in Jerusalem, jetzt hineinkam. Erinnert euch daran, im Kontrast, wie Pontius Pilatus eingezogen war. Dies war das Volk, das ihn sehen wollte. Es war nicht eine Macht, die sich aufdrängte. Es war freiwillig, es war von ihrer eigenen Initiative her, wollten sie Jesus sehen, dieser Mann, die dieses getan hatte. Aber Jesus bringt jetzt all dieses in die Perspektive und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Und sicherlich spricht Jesus von dem, was geschehen würde. Wir haben den Text gelesen, ja? Und er spricht von seinem eigenen Tod, dass es nicht anders geht, um Erlösung zu bringen für die ganze Welt, für die ganze Menschheit, muss er sterben. Und er braucht dieses Bild und er erklärt es und sagt, wenn das Weizenkörnlein nicht in die Erde fällt, kann es nicht Frucht bringen. Da spricht er von sich selbst. Aber dann geht er weiter noch und er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Er spricht von sich selbst. Und er sagt, ja, wenn ich nur mein Leben lieb haben und nicht sterben möchte, dann wird alles verloren gehen. Aber wenn ich mein Leben gebe, dann, wie es hier sagt, dann wird er das erhalten, das wahre Leben. Und ich denke, in diesem Sinne, die Jünger, die mit ihm waren, und sicherlich Andreas und Philippus, die da waren, ich denke, sie haben es nicht alles ganz verstanden, wie tief und wie weitgreifend diese Aussage Jesu ist oder war. Er sagt, wenn ich nicht diesen Schritt gehe, dann wird alles verloren gehen. Aber dann fügt er noch ein drittes hinzu und er sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, dem wird mein Vater ehren. So, er hat das am Anfang auf sich geleitet und gesagt, ich muss sterben, ich muss mein Leben geben, um dass es Frucht bringt, um dass Erlösung da ist. Aber dann sagt er jetzt, wenn du und ich, wenn wir Jesus folgen wollen, dann müssen wir dasselbe tun. Ich denke, dass Jesus die Volksmenge groß enttäuscht hat. Wir lesen
lesen ein klein wenig weiter. Die Volksmenge antwortete ihm nun: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Merkt ihr? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr in das Licht habt. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht ergreift. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. So, welche Erwartung hatte das Volk? Ich kann euch eine ganze Reihe von Erwartungen geben. Sie waren gekommen, um Jesus zu sehen, und sie waren bereit, ihm anzuerkennen als der Messias. Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Aber sie wollten einen Messias, der ihnen speisen sollte, der ihnen versorgen sollte mit all das Weltliche, Irdische, was sie waren. So wie in der Speisung der 6.000 und der 5.000, die Jesus getan hat. Das ist der Messias, den sie erwarteten. Kann ich noch ein anderes sagen? Sie wollten einen Messias haben, der ihnen heilen sollte. Wie viele hat Jesus nicht geheilt, als er auf dieser Erde war? Das ist der Messias, den sie wollten. Ich kann euch noch ein anderes sagen. Sie wollten einen Messias haben, der ihnen von den Toten aufwecken konnte, so wie er Lazarus auferweckt hat. Deshalb waren sie ja da. Das ist der Messias, den sie haben wollten. Ich kann euch noch ein anderes sagen. Sie wollten einen Messias haben, der die Juden jetzt von Pontius Pilatus und von Rom befreien sollte. Das war ja, warum sie Jesus zujubeln. Das war ja der Messias, der Befreier. Und wir könnten noch mehr hinzufügen, könnten wir nicht. Aber ich denke, es ist jetzt wichtig für uns, dass wir mal die Frage an uns heute leiten und sehen. Wie ähnlich sind die Erwartungen, die wir haben von den Messias? Erwarten wir von Jesus, dass er uns versorgen soll? Dass er uns all das geben soll, was wir brauchen zum Leben? Ist das der Messias, den wir erwarten? Ist das der Messias wirklich, den wir nachfolgen wollen? Wollen wir den Messias haben, der uns heilen kann? Und ich meine physisch, jetzt wenn wir krank sind. Wenn wir in unser Bulletin schauen, wir haben viele Kranke. Ja? Ist das der Messias, den wir erwarten? Der uns heilt, wenn wir krank sind? Ist das der Messias, den wir erwarten, der für uns Wunder tun soll, wenn wir nicht mehr wissen, wohin? Ist das der Messias, den wir wollten, der für uns ein Wunder tut? Ist das der Messias, den wir erwarten, der uns von dieser politischen Situation, in der wir in Kanada jetzt sind, wo die Christen sich unterdrückt fühlen, befreit? Ist das der Messias, den wir warten, der zu uns kommen soll? So merkt ihr, alle vier Fragen sind genau dieselben, die das Volk erwartete damals, als Jesus einging in Jerusalem. Die Umstände sind anders, aber die grundlegende Frage ist genau dieselbe. Welchen Messias erwarten wir? Und ich denke, das ist die wichtigste Frage, die wir stellen können,
wenn wir Palmsonntag feiern? Welches ist der Messias, den ich tatsächlich erwarte für mich? Jesus enttäuschte total das Volk. Und als die Pharisäer, die Schriftgelehrten, mit ihren Plan aufkamen, Jesus zu kreuzigen, war es gar nicht kompliziert für ihnen, die ganze Volksmenge für ihnen zu gewinnen und dass sie schreien konnten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. 4 Tage später. Warum? Weil er nicht, wahrscheinlich nicht der Heiler sein würde, der ihnen versorgen würde, der ihnen Wunder tun würde und der ihnen befreien sollte von Rom. So, warum ist Jesus dann gekommen? Und Jesus sagt es ganz klar, das war sein großer Kampf. Und erinnert euch daran, als ich eben las noch, dass die Stimme vom Himmel kam und es bezeugte, was Jesus sagte, gerade da, wo er sagte, der Korn muss in die Erde sterben, um dass er Frucht bringt. Und sie sagen, nein, der Messias, der wird in Ewigkeit regieren. So die Volksmenge war enttäuscht. Das ist nicht der Messias, den sie haben wollten. Die Frage ist, den Jesus, den wir heute haben, der Messias, ist es der Messias, den wir haben wollen? Oder sind wir auch nicht zufrieden mit ihm? Jesus Christus, er sagt es ganz klar, dass der Menschensohn erhöht werden müsste. Dieser Messias, der gekommen ist, ist der Messias, der zu uns gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien und zu erlösen. Dieser Messias, Jesus selbst, ist gekommen, um uns freizusetzen von unserer Bahnung, die wir zum Feind haben. Jesus Christus ist gekommen, um uns freizusetzen und zu vergeben, um dass wir Zugang zu Gott haben. Dieser Jesus ist gekommen und dies ist der Messias, der uns wieder jetzt durch die Vergebung jetzt zum Himmel bringt. Dies ist der Messias, der gekommen ist, um dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Dies ist der Messias, der uns von der Hölle erlöst. Welchen Messias erwartest du? Welchen Messias erwarte ich? Das Ende dieser Botschaft kommt Sonntag. Bitte jetzt, dass der Worship-Team nach vorne kommt. Wenn wir jetzt in dieser Karwoche hineingehen, möchten diese Worte Jesu wirklich in uns und in unserem Herzen Raum finden, dass dieser Jesus uns auffordert, ihm nachzufolgen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Und wer mich dienen wird, dem wird mein Vater ehren. Wir beten. Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der die Anfechtung standhaft blieb, um dir treu zu sein, um den Plan der Erlösung durchzuführen, um willig zu sein, selbst zu sterben, um Frucht zu bringen. Vater, hilf uns, dass wir genauso ihm dienen möchten, Herr, und mit Freuden. Amen.
Amen. Gott segne euch. Thank you.
Thank you, children. Why don't you all stand, and as the children make their way back to where the parents are, greet someone, welcome them here this Palm Sunday, and let's give them another hand for the great start to the service. Love you guys. Let's bow and let's pray together. God, thank you so much for your presence with us this morning. Thank you that we can celebrate with the church worldwide Palm Sunday, the day we remember your son Jesus' triumphal entry into Jerusalem, the beginning of what is known around the world as Holy Week, a significant, significant week for us as followers of Jesus. As we head from Palm Sunday towards Good Friday, and then again to Easter Sunday. And so this morning, as we gather here, we thank you that you have come to make a way. We thank you that you came as a humble servant who went to the cross, but you're also the King of Kings and the Lord of Lords. And so as we worship together this morning, may we be encouraged by being together in your presence with our friends and our family. Thank you that we can honor you. May you just fill our hearts with praise. Thank you, Jesus. Amen. Let's continue to lift our voices together in song.
can stop the Lord Almighty? Events of the week were going through my head, and who can stop him? We have hope that he is with us, helping us. He's not fighting our battles for us, but with us. With us, definitely. Jesus Christ, our living hope. To heaven.
Please be seated. It is so good that we do have hope because of Jesus. My name is Leonard. I'm one of the co-lead pastors here at King Road, and I want to welcome you. It's always great when I see some faces that I haven't met before, and I just want to bring you up to speed, all of you, whether it's your first time here or you come every week, about some of the events that are happening here in our congregation, and so may you take part in them as you can. Feel free to bring friends and others with you. It's always good when we have a chance to interact together and have others join us as we do so. As I said before, this is Easter week, so please do note that we have a Good Friday service here Friday morning at 10 o'clock. I'm sorry if you are here from another country and don't realize that Good Friday is a statutory holiday in Canada. I understand that in many countries it's a regular Friday, but here schools and a lot of employers are closed, and so we like to gather here in the morning. We're going to celebrate communion together. We're going to reflect on the message of Easter and prepare ourselves for Sunday morning. And Sunday morning we'll have two services as per normal, but there is an invitation between the services to come to our gym and enjoy some Easter baking. And so please bring something to share. Coffee will be on, and come and hang out and interact with each other. It's always great to do that as a congregation. As you've been watching the slides at the beginning of the service, you'll see there's another men's barbecue coming up. Alpha continues. And we also have a wonderful opportunity to host the African Children's Choir in a few weeks' time. Yes, I am aware that that is the May long weekend. I am also aware that not all of you go camping. And I also know that about three quarters of you who go camping are within about half an hour from church with your trailers. So feel free to do what some people do, which is drive back here for Sunday morning, enjoy a great service together. It's a new program that they've done, so even if you've seen the choir before, every year is a different choir. And we do need a little bit of help, in particular some host families. I can speak from personal experience. These kids will make your day. A few years ago, my niece works for the choir, and they had a little bit of a power outage at a camp, and they had to find emergency hosts. So my sister-in-law hosted a bunch of them, and we got to go to the playground with about four or five of them, and they are just so thrilled to be here, to be able to serve. And so if you want to just be blessed in an amazing way, consider opening up your homes for them. And do us a favor, call the office and volunteer before we call you. There's a special bonus for you if you do that. So we look forward to that. Invite your friends, it'll be advertised in the community. And you have a choice. You can invite your friends to a Friday night concert at Gateway with African Children's Choir and pay for tickets, or you can bring them here Sunday morning without an entry fee. There you go. We are Mennonites after all, right? Sometimes. We have a baptism coming up, and we encourage you to participate in that. As I mentioned, Alpha continues. We also have a wonderful opportunity if you have a green thumb and you like to garden. Talk to Ben or Elmer, because if you talk to me, I will tell you how to kill houseplants, which will not help. And we're also really, really excited. As we shared a few weeks ago, the Refresh Mobile Shower Trailer, it has arrived. It is being prepared. And I want to inform you of two or three events coming up. One is on April 24th, which is a Wednesday night. There will be an orientation and information session for anyone who's interested in seeing how it works and what's involved in serving in that way. And it's going to happen at Bakerview, because at Bakerview the week after is the first Wednesday night when it will be open to serve our community. And we are excited. We are so grateful for the support of many of you. And it would be great if we could add to the team of volunteers that want to go and help serve. Lord willing, the Thursday after, the trailer will be at MCC, where they serve supper on Thursday evenings, and we'd like to bless the homeless people with a shower there as well. And so please talk to Henry or Anna or Sandy, or call the office, and we'll get you connected in the right place for that. And so there's lots going on, and we just encourage you to participate as you are able. In the bulletin, you also see some thank yous and some prayer items. We want to be in prayer for Irene and Eric Wall.
Irene's brother passed away, not unexpected, but it's still a significant loss. The funeral was on Friday in Ontario, and so we want to be in prayer for them. So I'd invite the ushers to come forward as we receive the offering. Those of you who are regularly here, thank you for your generous and I trust joyful giving. It's wonderful what we can do together as a congregation when we are committed to being stewards for you. And if you're a guest here, you can just pass the bag to the next person. So let's bow as we pray together. God, thank you. Thank you again for all that you do. I realize as we share about all these different opportunities, maybe we just think, oh, it's all about being busy. But it's not. It's about finding a way of using our gifts, finding a way of serving you with our passions. And so whether that is helping with a mobile shower trailer, whether that is hosting guests who are with us, whether it's inviting a friend for a barbecue or for an Easter service, whatever it is, God, we thank you. We thank you that you are in the business of changing this world and drawing people to yourselves, and that we are privileged to be a part of that. As we walk alongside of others, as we love everyone and anyone who comes into our lives with something practical or with time or whatever it is, that thank you that we can show your love to others and that you are in the business of restoring hope to this world. And we know that because of this Easter week that we are entering. And so fill us with a sense of joy, confidence, boldness, an overflowing sense of love to make a difference in the world for you. And so thank you that we can continue to get together regularly in so many different ways. We thank you that we can support different people who serve in different parts of the world. We're grateful for answered prayers. As Betty Clausen shared, thanks for protection for traveling and comfort as she said farewell to her brother-in-law. Thanks that you're healing Lydia and that she's doing much better. And may you continue to be with Julie as she wraps up very soon her time in the Philippines with her preparation and service as a midwife. Pray for Irene and Eric and their family as they mourn. May you comfort them. May you go with them. We thank you that we can pray for Eric and Judith and their boys in Papua New Guinea. Thank you that you've called them there to serve, and may you continue to give them strength and health. Pray for Lindsay and Jonathan as they serve here locally in our community. And we pray for especially those who continue to be in the hospital, Margaret, Agatha, and Maria. And as some of those hospital stays drag on, we pray for courage, we pray for hope, and we pray that you will continue to comfort them with your presence and support. May we help and find ways to supporting the families who walk together with their loved ones so faithfully. And so thank you. Thank you that you've called us, that you've gifted us, and that you've given us ample opportunity to serve you. And as we do that, may we have joy. May we have joy that overflows into everything we do so that our interactions are filled with grace, that our giving, even this morning, the offering is filled with generosity and joy, and that you give us wisdom when we don't know how to respond to any situation, because Scripture says if we don't have wisdom, we simply need to ask. And so may you give us a sense of confidence and boldness because of the hope we have in you. Thank you, Jesus. This I pray in your name. Amen. Thank you.
Christian and Janelle, would you come and join me up here, please? Before I lead us into a sermon, I'm going to do something that they don't know is coming. So, Janelle, come here. Have you finished your college classes now? Classes, yes. Exams. Exams not. But you graduate in a week, right? Yes. Okay. Who here is graduating from college or university or something like that this week? Michelle Berg, or this year? Stand up. We got to see you. You could come up here if you want, but you can stand there. Is there anyone else that is graduating from their post-secondary education this year? Ryan from UFV, going to be a teacher. Look at that. Teacher, and church employee. Yes. Yeah. Awesome. You know what? This is a huge, huge time commitment, and I just thought we should honor the college and the university grads this morning. So let's give them a hand. All right. Don't come and talk to me about your student loans, please. This morning one of the things that is my utmost privilege is to have people from within our congregation, young leaders often who are stepping out and finding their gifts and wanting to serve as God has equipped them. And so we've heard from a variety of people. This morning, Christian has done a lot of work in preparing a message for us from the Word of God on Palm Sunday. And so I trust that we will be receptive and we will listen well. I'm reminded of the many, many people who have encouraged me over the years as I got started and as I continued on. And I see many faces here who have done that for many people. And I just wanted to say thank you to people like Abe Conrad and Ike and Don and so many others who have built in and poured into the next generation. And slowly, I have to admit it, I'm getting a little older. So it's a high time for me to build into others. And so I want to pray for you, Christian, and then Janelle's going to read scripture for us this morning. God, thank you. Thank you that your word is alive and active, as we talked about last week. And thank you that there are people willing to use their gifts and their time to prepare and to share with us. And so this morning, I pray you just give Christian boldness and confidence to share with us the message that you have helped him prepare, that helps us focus on the significance of Palm Sunday. And so we thank you for him. We thank you for Ryan and Michelle and Janelle and for their accomplishments at university and college. And we pray that you will bless them as they move forward as well. And so thank you now that you've got a word for us this morning. Give us joy to receive it. Amen. I'll be reading from Matthew 21, verses 1 to 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord." When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Thank you. Thanks, Janelle, for reading, and thank you, Leonard, for the prayer. I'm a little bit sick today, so I want to ask that you excuse my voice if it cracks every here and now and then. So, also beware if you want to interact after the sermon. It's quite a nasty flu I had this week. I started a new job at Frank's about a year and a half ago.
And I was reflecting on my time when I first started there. I don't know, maybe you can relate if you've recently started, or if you can remember back to a time when you started a new job or started at a new job site. One of the things that comes important very quick is who's in charge? Who's the guy that sets the tone around here? Who's the guy I have to please to make sure I keep my position here? In the office, that's pretty easy. That's Frank. You know, if we're in the office, Frank sets the tone. He's the boss. Now, if we have a callback with one of the customers, and I have to go back and we look at the situation at their deck and whatever the issue is, the question pops up again: who's in charge? Now, this is a moment where you gotta swallow your pride, right? Because the customer is king. So, in that situation, the customer is king. Hurts quite a bit in that moment, but I figure, you know, there'll be situations when I get to be customer, and then I get to be king. And I figure, you know, if I'm even a little bit patient, and if I can just, you know, make sure I stack up a little bit of money, maybe even a little bit more, maybe I can be king all the time. Today's passage wants to challenge that view. Today's passage wants to talk about who's in charge. I would invite you to open Matthew chapter 1 and look at the passage that Janelle has just read, the Palm Sunday passage, and I will be jumping around in the Bible a little bit, tying in some of the passages that will help us explain what is it that Jesus is telling us here today. Notice, for example, Jesus is making a very public scene here. This is not normal for Jesus. Jesus tends to be quite shy. Well, not shy, but he usually tells people to be quiet, to keep a low profile. But all of a sudden, Jesus is making a very public statement. And today we want to look at what that statement is. So just before our passage, we have a story about two blind men. And I think they set the stage really well. These two blind men, they come up to Jesus and they say, "Save us, son of David, save us." By the way, do you guys know what Hosanna translates into? It's the equivalent of save us or rescue us. And so these blind men are asking Jesus to save them. Jesus turns around and says, "What do you want me to do for you?" Now that seems a little bit of an odd question. I think it's pretty obvious these men are blind. Like, what does Jesus think they want? But the blind men don't let that deter them. And they say, "Lord, open our eyes. Give us our sight." And Jesus does so. Now the irony here is, these two blind men are seeing somebody in Jesus that people that are not blind are not able to see in Jesus. And I think it relates to that term of son of David. So to understand what that means, son of David, what kind of connotations that brings with it, it actually has some very heavy royal and political connotations to it. We need to go back into the Old Testament. So this is where I can maybe ask for the first slide of 2 Samuel, the passage. I don't know if the slide is up there. Yeah, there you go. 2 Samuel 7, 11 to 14. So just if you want to know the background here, David, man after God's own heart, king of Israel, wants to build God a temple, and God respectfully declines, and the temple imagery is all runs parallel with today's topic, but that'll be a sermon for another time. Anyway, God declines David's plan to build a temple, and through Nathan, God gives David this promise: "The Lord declares to you, David, that the Lord himself will establish a house for you. When your days are over and you rest with your ancestors," which is a nice way of saying when you die, "I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his son, I will be his father, and he will be my son." Now, if you're David, or even if you're a Jew at this point, this is a fantastic promise. This sounds like a great king that's going to come. So let's pretend a little bit we haven't heard today's passage yet, and we're reading 2 Samuel. So we're flying through 2 Samuel, and we get to the point where David lusts after the wife of his neighbor. Unfortunately,
That has some negative consequences, and she gets pregnant. And so David needs to save face. So David comes up with a scheme where he makes sure her husband dies in battle, and then he marries her. You can go and read up the details for yourselves. Needless to say, God is not very impressed with David's behavior here and announces consequences. The consequence of David's behavior, your son is going to die. Now, if you're reading 2 Samuel, you're hoping this is not the son of David. You know, that'd not be a very happy ending to this promise. So lucky for us, David has more sons. Let's look at David's oldest son, Amnon. Amnon, son like father, lusts after his half-sister. Absalom, another one of David's sons, is infuriated by Amnon's behavior and decides to kill Amnon. And rage overcomes Absalom to a point that he starts a rebellion against David, and it's successful. David has to flee Jerusalem. At this point, you're thinking, oh man, this son of David, how's this going to happen? This is some pretty gruesome stories here. And Absalom ends up dying in the civil war battle, and David returns to Jerusalem. Now, here's an interesting detail. How does David return to Jerusalem? In a magisterial horse that celebrates he's crushed the rebellion of Absalom? He rides into Jerusalem on a donkey, brokenhearted about the mess that is his family. His sons were supposed to establish this great kingdom, and here they were killing each other, trying to kill him. And you can just feel the pain that David has as he travels back into Jerusalem. Now, but that's not it. There's still hope. There's still one more son. There's Solomon. And we have hope. There's that humble moment where Solomon asks God for wisdom, and this could be it. And you know what? Solomon is a great king, actually. It turns out he's one of the wisest there is. He's extremely skilled in his political and his dynamic skills. It's a really good business sense. Like, economy is flourishing. And Solomon actually manages to build Israel into an economic and a political powerhouse. And how does Solomon announce his reign? He too rides in on a donkey. And in contrast to David, we're celebrating Solomon because this was going to be the king. I mean, he's the best there is. That's the best we can come up with. You know what the best thing is about Solomon? He is not afraid to show his allegiance to God. He builds this beautiful temple for Yahweh so that everybody can see Solomon is loyal to Yahweh. And we think, this is it. This is going to be the king who's going to last forever. What more do you want? As we read on in 1 Kings, we soon realize that Solomon's wives manipulate him into worshiping other gods, and through that, he leads all of Israel into sin as well. And actually, by the end of Solomon's reign, Israel is worse off than it was before his reign, and hope starts to grow dimmer from there. You know, son of David could also mean somebody in the lineage of David, right? Like, it doesn't necessarily have to be his son, but all the kings that come after Solomon are just worse. And things actually get so bad in Israel that one day God has no choice but to judge and exile Israel out of their land, just like God did with the Canaanites before the Israelites. And at this point in the Israelite story, you're about to lose hope, but God sends an important group of people along the way, prophets. One of these prophets is quoted in our text today, Zechariah. So if you look at verse 5, that's a direct quote from Zechariah 9. So Zechariah is one of the people, like after Jerusalem's been destroyed, Zechariah is one of the people that helps rebuild Jerusalem. And he has this vision of this king. You know, he keeps the hope alive. So Zechariah 9, verse 9, rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you. Righteous and victorious, lowly and riding on a donkey. On a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim, the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea, from the river to the ends of the earth. You see, Zechariah points out something very interesting here. We're not just talking about a king of the Jews here anymore that is coming. We're talking about a king of the world.
We're talking about somebody that's coming to establish his kingdom across the whole world. And his message, peace to the nations. Now that's a great slogan, hey? I mean, imagine somebody were to run for office today and his line were peace to the nations. I think most of us would be fairly cynical of that, and we would say either this person is delusional or they're just trying to say whatever I want to hear, because peace to the nations, how's that going to work? Today's passage says that Jesus is king. Is that true for our everyday life here too? If you don't believe that Jesus makes this claim, I would invite you to look at our greeting verse this morning. Jesus says himself, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now, this is a very exclusive claim. There's not a lot of middle ground here. Either you accept what Jesus says, and it is true, and he is in charge, he has all authority, or Jesus is just another delusional person who thinks they are in charge. This has some strong implications for our everyday lives. What about our workplace? We say our boss is in charge, but is Jesus in charge there as well? We say in this church, Jesus in charge. Jesus is in charge. But does the customer come in here as well? I think Matthew presents two different reactions to this idea of Jesus as king. Some of us are pretty happy about it, and some of us are maybe a little bit, well, I don't know what to make of this. If you look at it, there's the people that are stirred. Those are the people inside the city. And so the people that are excited are then obviously all the other people, the non-city people. So non-city people are your farmers, your fishermen. They come into the city to sell their goods on the market. And just before they leave the city, they have to go past these tax collectors and pay their taxes. Now, you know something's up when the tax collector is one of the richest men in your city. You know something isn't quite right. Or even when you go to the temple and you want to bring a sacrifice to your God, and you buy an animal that you would like to sacrifice, but unfortunately, the seller only accepts temple currency. So whatever money you got from the market, you got to go to the table, to the money changers, and you got to exchange it for temple currency so you can buy a sacrifice for your animal. And you start to get the picture. The people that are excited about Jesus' coming are those that are oppressed, those that are abused, those that are desperate for change, that realize that this life is not all there is to it, and that what's something more, something better. And Jesus doesn't really make a secret of it, does he? At the beginning of his Sermon on the Mount, in Matthew chapter 5, we have the Beatitudes. Blessed are the poor, the oppressed, the persecuted. Jesus makes no secret of it, that these people will benefit most from his rule. So who are the people then who are stirred by it? People inside the city. These are your political leaders, your religious leaders, economic powerhouses. Why are they stirred by this announcement that Jesus is king? Well, if Jesus is king, who cannot be king? I cannot be king. The customer cannot be king. And that means I have to humble myself before the king. This is actually the charge the Pharisees bring to Jesus when he's in front of Pilate. They said, he has claimed to be king, and Jesus has done that. Jesus claims to be king today. And this is a reality I think each one of us needs to wrestle with. And we need to look at it and see how does that apply to our lives. Faith was really nice. I emailed her about our message. It's a fairly simple message, but I think it's the most important message we need to hear. And it's the most important decision we need to make today. And Faith was really nice to pick a song at the end that will help us reflect on this a little bit. The gift of salvation is for free, but it is for free for everyone. And so if you want to come, you want to accept the gift, you also have to humble yourself before Jesus. I don't know why Jesus, you know, if you were to ask, well, Christian, you say Jesus is king, where is he? He's not here today,
If you look for it, you'll see his spirit working in people's lives around you. But Jesus is not here today, but he's coming. That's what the Bible is telling us. He's coming soon. I don't know if he's not coming tomorrow, that means tomorrow you have another chance to choose to be loyal to him. And I think maybe that's one of the reasons he isn't coming back yet. Maybe there's hope that some of us will still change our minds. As for today, you and I have a choice. Who do you pledge your allegiance to? Are you willing to give up your rights of being kings? Maybe you're even excited about being king, about Jesus being king, because you know you'd rather have him in charge than somebody else, and you know who Jesus really is. To wrap up my sermon, I'll pray a prayer that Jesus asked his disciples or people loyal to him to pray regularly. And after that, Faith will lead us in a worship song. I'd encourage you to continue to think about this, Jesus as King, and I'd encourage you to show your loyalty to Jesus the King, whether it's your first time today or whether it's your thousandth time. I'll be sitting up front here if you need somebody to pray with you, to walk alongside you as you come before Jesus. Feel free to come talk to me. If you see one of your brothers or your sisters struggling to give up or struggling to pray with Jesus, to go to Jesus, walk alongside them. Don't be shy. And just reflect on that message that Jesus is King today. And as I pray this message, or as I pray the prayer, sorry, the Lord's Prayer, I'd invite you to stand up and pray with me. I know there's a couple of different versions of it and different wordings, but I'm sure we'll get through it. You can cite it off the way that you remember it. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dismissed.